Annyeonghaseyo. Okay, wie viel willst du noch erstmal? Kennst du merkwürdig? Also, lass dich überraschen. Okay, auf geht's, Eskalation. Oh, Heute, okay. Was geht ab, Leute? Hier mit am Start. Bagosch und der motivierte Koch Chong. Was geht, Jungs? Wir haben eine Box bekommen. Nein, das ist nicht Kogo. Kogo kommt nächste Woche. Habe ich auch von eBay bekommen. Haben die mir zugeschickt. Lies es mal einer vor. Kennenlernbox. Lass dich überraschen. Echt jetzt? Echt jetzt? Korean Snacks. Überraschungsbox. Alter, perfekt. Wir haben gerade saftig gekocht. Checkt gerne den Livestream ab, wo wir gegessen und gekocht haben. Sag ihm. Und jetzt gibt es ein bisschen Nachspeise. So, Link ist unten in der Beschreibung zu deren Laden. Pop heißt es. Ja, das sind so Popcorn, oder? Ich mach das aus. Keine Ahnung, was es ist. Kein Koreaner hier. Ich kann es lesen. Ip. Ja, ist perfekt. Iban. Choso. Sarilge. Aber was das bedeutet, weiß ich nicht. Wir öffnen es mal, was riecht. Süß. Okay, riecht schon nicht schlecht. Alter, das riecht nach Honig. Ja, das riecht Popcorn. Kann man nicht beschreiben. Das ist süß. Das schmeckt ein bisschen wie so ein Puffreis. Hä? Okay, wie viel willst du noch essen? Kennst du merkwürdig? Also, schmeckt es so. Also, wie schmeckt es so? Ja, echt komisch. Echt? Moment, eine Nachricht. Leider sind momentan nicht alle Artikel immer erhältlich, wie in unserer Beschreibung angegeben, da diese direkt aus Korea importiert werden. Wegen der aktuellen Corona-Krise weltweit kommt es manchmal bei einigen Artikeln zu Lieferengpässen. Ah ja. Kennenlernbox.de. Oh, die haben so eine Webseite, die werde ich auch verlinken. Vielen Dank für die Box. Wir haben eine geile Postkarte bekommen. Richtig geil. Ich lese euch gleich mal vor, was da drauf steht. Ja. Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli, Alter. Oh mein Gott, oha. Schuss auf die Vegane. Brauchen Jelly. Das sind, glaube ich, so Haribo. 50%, keine Ahnung, was draufsteht. Gut, gerne. Wahrscheinlich 50% Frucht. Ja, ja. Orion Jelly. Ja, das soll ich wieder lesen. Orion Jelly. Beigummi. Weingummi, Mann. Weingummi steht da. Weingummi. Ja, Digga, was willst du von mir? Ich lese nur vor, was da steht. Ja, Weingummis sind das normal. Hey, die duften, was sprühen die doch? What the fuck, ja, Mann. What the fuck? Oh mein Gott. 50% Aroma steht da. Wahrscheinlich. Wir wissen gar nicht, was da für Chemikalien drin sind. Aber das riecht echt. Wo kommt das alles her? Das kommt her. Alles. Alles, ja. Boah, das riecht. Schmeckt Parfüm. Boah, riecht jetzt. Annyeonghaseyo. Hongyeo. Pudrig. Wann gab's denn da? Morgenlamm. Schmeckt aber ein bisschen, muss ich sagen. Schmeckt halt nach Kunst, also nicht natürlich. Ich muss ehrlich sagen, schmeckt ein bisschen nach Dr. Pepper Cherry. Ja. Ja, okay. Ist auf jeden Fall. Moon Pie ist es so. Ist irgendwas krasses. Nee, das ist so Standard Moon Pie. Das kenne ich nicht mehr auf. Natürlich kennst du das, Mann. Was ist Moon Pie? Mogi. Mogion. Choca. Chocolade. Oh ja, Schokolade. Das ist aber, ja. Ah, diese. Natürlich Idee. Kannst du die, ja. Weil die Türken haben das kopiert. Schwer, die Türken haben das kopiert. Das gibt's mittlerweile überall. Ah. Bisschen so Marshmallow-mäßig. Ja, ja, kenn ich. Ja, das gibt's überall. Boah, die gehen mit Kaffee ab. Ja. Yeah. So perfektes Kaffeesnack. Wie heißt das? Kapsel? Jumpsel? Hier, ruhig mal. Was ist das? Puff rein. Was? Echt jetzt? Ja. Echt jetzt?
Und Jungs, ich schmeckt der Scheiß. Das, was ist das? Das schmeckt badisch. Mm. Ja. Das ist süß. Echt jetzt? Das ist bitter. Ah. Ja. Hallo. 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 Ich finde die nice. Das ist so wie, das gibt's in Vietnam, diese Reisdinger. Shit. Diese Reisblätter da. Das ist doch gar nicht cool. Ja, voll easy. So, wer knusprig mag, die ist das. Ich finde, sowas geht. Ja, ja, ja. Wie Kruppuck. So ähnlich. Boah, der ist nicht mal gut. Ja, das war gut. Ja, der hat mir gefallen. Ja, mir auch. Schlicht, leichte Süße. Das ist glaube ich. Das fühlt sich so an. Das fühlt sich jetzt so an, hier so wie Prinzenrolle. Das ist ja voll das Riesenpaket. Noch was drin. Krass. Mit irgendeinem blonden. Sieht aus wie so ein Prinzenrolle-Keks. Ja, schon. Das ist Marmelade oder so. Nee, kannst du nicht zuordnen? Es ist ein bisschen süß, ein bisschen salzig. Du kannst nicht zuordnen, ob es süß sein soll oder salzig. So, das nächste. Oh, das kenne ich, das ist geil. Oida, das ist Kit Kat mit Matcha. Oida. Oh, die schmecken niemand. Diese ganzen. Das ist aus Thailand, gell? Aha, der Thailand. Kicker! Das ist gefälschtes Kit Kat, Mann. Kicker! Ja, das Original. Kicker ist gefälscht. Ach so. Ah, Kicker steht da. Kicker. Ja. Okay. Okay. Ui, 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 ui. Toll. Ah. Oh, da riecht ja danach voll nach Matcha. So, nächste. Oh ja, was ist das, Mann? Das sieht voll krass aus. Noch Bananennüsse, Maronis. Will noch jemand diesen Chip? Nee, nee, Helft, das ist echt heftig. Ja. Okay. Dann nehme ich ihn. Das sieht heftig aus, Mann. Das schaut geil aus. Nimm dir, was du willst, Mann. Alles, was auf die Seite gerutscht ist, kannst du essen. Oh, das war ein Fehler, das hätte ich nicht sagen dürfen. Das haben wir ja schon probiert, so, sozusagen. Ah, okay. Kutu. Egal, essen wir einfach. Scheiß auf Vorlesen. Yeah. What the fuck? What the fuck, was ist das denn? What the fuck? Achso. Ah, okay. Was macht denn dir? Ja, weil wir haben nur das hier gesehen. Das ist halt so komisch aus, also. Wir wussten nicht, dass das Verpackung ist. Wir dachten, ja, okay, das ist die Süßigkeit. Ach so. Aber es ist nochmal verpackt. Ah, das ist ein Mist, oder? Stäbchen. Das war lieber, oder? Stäbchen. Okay. Verpackt. Schaltstangen, oder? Ja. Knabbernastis. Ja, mit diesem. Mit diesem Geschmack halt, von diesem. Was ist das? Brot? Nein, das ist... In Animes essen die das doch immer so. Die drehen das so mit so Spieß so... Ach so, stimmt. Ach, Tabanyaki. Ja. Yeah. Stimmt. Ja, ist okay. Kann man essen. Hat schon. Ja. Alter. Das ist nicht ein kleiner Center Shock. Wahrscheinlich. Center Shock. Kommt so ein Fisch. Korean Center Shock. Oh mein Gott, schmeckt echt nach Fisch, what the fuck? Nein. Natürlich. Das sind ja auch Fischbällchen eigentlich, oder nicht? Ja, naja, schau, what the fuck? Nein, das ist nicht, Mann. Das sind keine Sinterschocks. Karamell ist es, Leute. Ja, Karamell. Ja, für jeden, der mag. Das ist alles Karamell, was? Weiß ich nicht, vielleicht sind es verschiedene Sorten. Okay, komm, Leute, wir haben hier. Du kannst dich entschlüsseln. Schau ich mal gelb, kurz sein. Ist das so warm? So blau-grün. Das schaut nach Kaugummi aus. Du willst auch was. Hast du schon. Das schmeckt wie dieser Mr. Tom. Meins. Das schmeckt erst eigentlich schon. Aber das ist, glaube ich, ein Kaugummi. Aber Kaugummi kann man jetzt schlecht essen. Essen wir zum Schluss. Lass es mal drin. Ich glaube, das ist alles zu klein. Wow. Wow, das schaut gut aus. Vienna Coffee. Richtig edel, Alter. Richtig geil. Man kann keinen Preis, ne? Ja. So, also ich schon. Ja. Ah, das ist mir so bewertet, ein bisschen. Das ist mir gut. Ich sag dir, musst du nicht kommen. Ist geil. Welchen Zähne sind noch nicht da? Boah, ich hatte so Angst, ich war ja Postbote, mein Gott.
Nix für den Hund hier. Das ist einfach nur ein Keks halt. Die hier sind tausendmal besser als diese amerikanischen. Die sind saftig, Mann. Kennt ihr diese... diese Kekse mit Bodengeschmack. Kennt ihr diese Kekse von dieser Oma? Wo diese Box ist, wo immer alle Kekse drin sind, mit Schokolade, ja, und so. Ja. Jetzt ist immer so Nadelzeug drin. Und dann diese Rolle, die schmeckt genauso aus diese lange Rolle, diese Achso. Keksrolle. Okay. Dieser Schwarzweiß. Der ist lecker. Schöne Konsistenz. Und leichten Geschmack von Kaffee. Ja. Mit Milch noch. Nicht zu süß, nicht zu bitter. Okay. Ja, ist auch. Ja, nicht schlecht. Gut. War ein geiler Mann. Ist da auch Kaffeegeschmack drin? Mmh. Ja, ja. Bisschen. Ja, hier Roasting Coffee. Mhm. Ist toll. Mhm. Und das fand ich gleich. Ja. Echt jetzt? Hm? Ja. Echt jetzt? So, haben wir das ganz Großes noch. Ja, komm. Oh. Ein Bällchen. Alter, wie viel kommt aus dieser kleinen Box wieder raus? Ja, ich bin drauf. Wir haben noch ein paar. Magie. Ja, das sind so Schokobärchen. Ja, so. Also Windbeutel oder so heißen die doch. Oh, Alter, Windbeutel, ganz geil. Windsäule. Ja, das hat halt einen harten Konkurrenten davor. Die waren die besten. So, und das letzte. Super sauer. Das sind Kaugummi, ja? Hä? Kaugummi, ich glaube schon. Sieht's Kaugummi aus. Oder Kaugummi? Sieht so aus zumindest. Sieht's aus. Also wie Barisch schon sagt, auf jeden Fall tausendmal besser als die American Candies. Oder halt so Mauer-mäßig. Muss aber vietnamesische Ding dann holen. Ja, kommt auch an. Alle Vietnamesen, die so einen Shop haben, könnt mich gerne anschreiben. So richtig geile. Ich weiß nicht. Ja, das ist original Mauer. Original Mauer. Auf jeden Fall vielen Dank für die Box. Checkt gerne die Kommentare ab, die Beschreibung. Gut. Ja. Das hat mir am besten, glaube ich, gefallen. Ja, aber das ist echt nice. Das? Nicht zu süß, also das kann man sich so zu einem Kaffee oder so geben. Das ist wahrscheinlich auch gedacht für Kaffee. Ja, ja. Wahrscheinlich. Schaut auch am besten aus, wenn er verpackt. Der Cracker war auch geil, den Barisch schon aufgegessen hatte. Wo ist der? Okay. Ja, den hat er schon aufgegessen, da gibt's nichts mehr. Danke, Mann. Bisher. Du musst nicht mir danken, du musst. Die Kennenlernbox danken. Den Kennenlernbox-Leuten danken. Danke, Kennenlernbox. Gracias.